Yo Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar The Asylum oder Asylum oder keine Ahnung, wie ich das aussprechen soll. Also, dieses Spiel ist eine Horror-Map und falls ihr euch gerade fragt, dass der Basti nicht spricht, sondern ich, das liegt daran, dass wir eigentlich beide diesen Kanal eigentlich betreiben wollten, ich es zeitlich leider nicht mehr geschafft habe und jetzt wieder dabei bin. Das heißt, ihr werdet öftermals Let's Play von mir zu sehen bekommen. Ich werde hauptsächlich Horror spielen und dazu gibt es halt auch noch eine Ankündigung und zwar, ich werde Five Nights at Freddy's alle Teile durchspielen. Also so ist der Plan. Falls ihr also Vorschläge habt, was ich spielen könnte, dann schreibt es gerne in die Kommentare und dann gucke ich sie mir sie an und dann entscheide ich, ob sie gut zu spielen sind oder nicht oder ob ich sie überhaupt spielen möchte. Und der Grund, diese Map zu spielen, ist eigentlich nur deswegen, weil ich darauf Lust habe. Lust habe. So spricht man das aus, Tobias. Also. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Also, ich muss noch sagen, diese Map ist in der Beschreibung noch drin. Und tja, lass uns mal anfangen, ne? Gehe ich mal hier weiter. Okay. Sieht ja schon mal echt gut aus. Mit dem Blut an der Wand. Der ist doch da reingegangen. Wo ist er jetzt hin? Ist der das? Egal. Ah, okay, da startet das. Das ist aber eine schöne Autofahrt. Okay. What happened? Darn it, my phone's out. I need to find some help somehow. Was ist jetzt? Okay. Ich habe Steine aufgesammelt. Eigentlich könnte ich mich jetzt über... Nein, kann man nicht. Alter, okay. Gehe ich mal weiter. Also, noch ist es nicht so schlimm, aber ich denke mal, das wird noch abgefuckter. Oh. Fuck. Da habe ich mich ein bisschen erschreckt. Aber... im Moment ist es eigentlich noch angenehm, das Spiel. Chartum Asylum. There should be someone there that can help. Okay, die Sounds sind hier schon mal saugeil. Die Musik einfach. Okay. War die Minimap? Haben sie auch so hingekriegt, dass man auf der Minimap die Karte gut sieht. Also, dass die Karte von der Minimap gut aussieht. Was eigentlich das gleiche ist, Karte und Minimap. Egal. Ich geh mal hier lang. Die Musik wird auch lauter.
da hinten ist jemand. Who's that? I was just in a car crash. My phone's not working. Can you please help me? It's rare to see other people around here. Well, come on inside. I'll see what I can do for you. Glad to see you're finally up. How long have I been out for? Oh, just a couple of days. Do you have a phone I can use? I don't own one. But the asylum down the road probably has one. Ah, okay. Danke. Okay. Das war eigentlich, glaube ich, nicht geplant. Weiter kann ich ihn auch nicht ausziehen. Ich glaube, das war so nicht geplant, dass ich seine Kleidung nehmen kann. Sau geil. Okay, da hatte ich echt Glück gehabt. Dann gehe ich mal zu diesem Asylum. Wie sich das nennt. Muss man nur wissen, was das ist. Dann, nee, ich guck nicht nach. Ich gehe einfach dahin, mach mir einen schönen Tag mit meinem Handy und fahr wieder nach Hause, obwohl der Zugang versperrt ist. Lustig. Ich glaube, die ist kaputt. Bin mir aber nicht sicher. Den Wackelkontakt, ey. Was ist das? Na egal. Ich gehe mal dahin. Ist es irgendwie so eine Irrenanstalt? Ich nehme die Spinnenweben mit. Ja. Okay. Ich habe jetzt eine Seite eingesammelt. Was mache ich damit? Ich wette, die Tür fällt zu. Ich wette 100%. Ach. Wie, oh Gott. I can't see anything. I need to find a light. Wer hätte das erwartet? Also ich nicht. Das war wirklich vorhersehbar. Das ist nicht so einfach, denke ich mal, diesen Schlüssel zu nehmen. Da wird irgendetwas passieren. Gib mir den Schlüssel jetzt her. Danke. Alter. Okay. Mach ich mal so, dann kann ich so durchwechseln. Hoffentlich hatte ich keine Batterie. Personal Sector. Das sieht irgendwie saugeil aus. Ah. Wo soll ich damit hin? Gibt's da noch irgendwas? Nee. Da ist Wasser irgendwo. Okay, da geht's ja mal nicht rein. Dann weiß ich aber nicht, wohin ich soll. Hä?
Okay, ich verstehe jetzt gerade gar nichts. Soll ich wieder zurück zu dem Alten oder was? Nein, ich soll ja noch das Handy finden. Okay, ich verstehe gerade gar nichts. Das ist irgendwie gerade ein bisschen komisch. Dann muss es doch irgendwie reingehen. Hä? Irgendwo muss es reingehen. Irgendwo. Oder kann man hier auf die... Was? Ich kann gerade irgendwie nicht spielen. Aber jetzt kommt die Minecraft-Musik. Das mache ich schon mal gleich aus. Ich habe gerade wirklich keinen Plan, was ich machen soll. Warum hat das jetzt geklappt? Und vorher nicht? Oder habe ich es überhaupt nicht an der Tür getestet? Okay, das sieht wirklich... Ah, das gibt mir einen Kürbis auf den Kopf. Ich habe einen Wunder. Gen Generator. Alter, diese Musik. Fuck. Huh. I wonder what's behind that door. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Ich will es wirklich nicht wissen. Bitte verschone mich. Ich kann hier auf und zu machen, warum? Okay, ich kann hier nichts lesen. Sieht aber schon irgendwie krank aus. Alter, die Musik fuckt mich so ab. Warte kurz. Ich mach mal die Gesamtblockstärke ein bisschen nach unten. Das hilft nicht. Dann mache ich eben noch mehr runter. Ah, jetzt geht's. Ist das so ein... Ich denke mal schon, dass es eine Irrenanstalt ist. Personal Sector Cafeteria. Analytronics Room. Was heißt Analytronics? Alter, ich will da nicht lang gehen. Mal ein bisschen lauter, leiser meine ich. Das ist wirklich fucking laut. Wirklich fucking laut. So. Okay, ich würde langsamer. Was zum Fick? Was? Nein. Ich will da nicht lang gehen. Ich gehe da trotzdem lang. Alter. Du Drecksack. Wow. Okay. Macht eure Kopfhörer leiser. Ich hab mich gerade so erschreckt. Hey, kann der jetzt kommen oder was? Kann der mich jetzt umbringen? Emergency.
Ich will nichts mit dem zu tun haben. Wenn ich diesen Knopf drücke, ich weiß schon, was passiert. Er wird kommen und ich muss vor dem wegrennen. Nein. Oder ich mach's einfach. Was ist passiert? Ich will nicht zur Holztür reingehen, ehrlich gesagt. Ach nee, ist nur ein Klo. Alter, fuck. Fucking. Nein, ich will es nicht spielen. Oh, fuck. Ist ein Buch. Ist nur ein Buch, Tobias. So. Was habe ich jetzt? Wo ist es hin? Achso, oh, da liegt's. fuck, ich kann's nicht mehr aussammeln. Ah, jetzt. Also, ich kann mit dem Buch nichts machen. Check. Soll ich da wirklich runter? Ich sollte, glaube ich, nicht. Alter Mann, ich krieg hier noch einen Kollaps. Das ist so fucking gruselig. Ich will nicht zum Fenster hinausstarren. Ich mach's einfach nicht. Oh, fucking. Ich gehe da nicht hin. Da ist gerade ein Topf umgefallen. Ich will da nicht hin. Ich will da einfach verdammte Scheiße nicht hin. Wie lange geht jetzt die Aufnahme schon? Fuck. Ich sag einfach mal, das war ein gutes Ende jetzt für diesen Part, diesen runtergefallenen Topf. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.